Hallöchen zu einer neuen Runde Subsistence. Ja, es geht mal wieder weiter. Ich habe auch hier in der Zwischenzeit, wo ich keine Let's Plays gemacht habe, ein bisschen weiter gebaut. Da drüben das Gebäude, weiß ich nicht, war es schon da, war es noch nicht da. Und ich habe hier eine Brücke gebaut. Ist nicht auf meinen Mist gewachsen, habe ich in einem anderen Let's Play gesehen. Fand ich aber cool. Habe ich gedacht, okay, das machst du auch. Hier fehlt natürlich jetzt noch eine ganze Menge Geländer. Das kommt noch dran, aber dafür brauchen wir jede Menge Holz. Und Erz nehmen wir immer mit. So. Dann gucken wir mal nach Holz. Na komm. Ja, ich habe vor wieder... Jetzt wahrscheinlich nicht regelmäßig, aber ich habe vor ein paar Let's Plays zu machen. Mal gucken, ob die jetzt regelmäßig werden oder nicht. Weiß ich noch nicht. Mal schauen. Auf alle Fälle ist da ein Bär, den ich jetzt gerade nicht brauchen kann. Jetzt habe ich auch den Faden verloren durch den Bären. Sehr schön. Hallo? So war das alles gar nicht geplant. Was liegt da? Eisen? Brauchen wir auf alle Fälle für Geländer. Brauche ich wieder. Habe ich wieder. Was für ein Vieh war das? Irgendwas ist hier gerade weggerannt. Elch? Elch ist immer gut. Aber wahrscheinlich wird keiner gewesen sein. Hier haben wir auf alle Fälle bisschen Eisen oder was das ist. Ja, sieht aus wie Eisenerz. Gut. Die Spitzhacke wird jetzt dann auch gleich irgendwann den Geist aufgeben. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Ich habe ja schon eine neue gemacht. Da war auch irgendwo ein Wolf, oder? Ist der weg? Ist der weg? Ist er da? Keine Ahnung. Jedenfalls brauche ich noch Holz für das Geländer. Da kommt Bretter sehr gut. Okay, dann gucken wir mal. Was ich noch vorhabe, die Waffen auf komplett aufzuwerten. Das kostet natürlich noch jede Menge Rohstoffe. Ich habe jetzt Gewehr und Revolver schon mal auf 3. Eine Stufe gibt es noch. Weiß jetzt gar nicht, was man dafür verbraucht. Jedenfalls jede Menge Sachen, die ich nicht habe. Okay, nochmal Bretter, sehr schön. Und Seile, Seile habe ich auch genug. Oh nee. Okay, da stehen geblieben.
Sehr gut. Dann nehmen wir schnell noch das Holz mit. Also der Revolver auf Stufe 3. Da kriege ich jetzt so einen Level 1 Wolf mit dem Schuss hin. Ist das ein Elch? Wo ist denn der hin? Oben ist ein Bär. Das war doch ein Elch, oder nicht? Genau, da oben ist der Elch. So, den schnappen wir uns jetzt. Ist auch ganz einfach. Zwei Schuss mit dem Revolver und einen mit dem Gewehr. So. Sehr schön. Hier mal sehen, werden wir auch noch brauchen. So, dann machen wir mal hier, ihr wisst schon, Hände waschen. Ich sag jetzt nichts, da schon am Wolf. Den will ich jetzt nicht, aber da ist noch eine Kiste. So. Hände waschen und zu Hause bleiben, ja. Okay. Na, das war jetzt nicht dolle. Da unten den Bär will ich jetzt auch nicht. Oh, ist das eine Waffenkiste? Na, was eine geile Folge. Ein Elch, eine Waffenkiste. So können die Let's Plays weitergehen. Ja, sehr geil. Gut, Waffenteile wären mir jetzt fast noch lieber gewesen. Aber okay. Es fängt an zu schneien. Sehen wir mal zu, dass wir wieder zurückkommen. Wo müssen wir hin? Unten hat es noch jede Menge Taschen. Noch mehr Muni. Was ist das? Bin ich voll? Ich bin voll beladen. Ach. Okay, das ist jetzt doof, ich weiß gar nicht, was habe ich denn da weggeschmissen? Na cool. Was, Patronen oder was? Gut, ab nach Hause, weil... Ach, das sind noch so viele Taschen. Gut, die konnte ich noch mitnehmen. Was jetzt mit der? Sieht auch noch gut aus. Hungrig bin ich sowieso. Wo ist jetzt hier meine Brücke? Die ist da drüben. Da ist nicht irgendein Viech in der Nähe. Außer die Hühner stören mich nicht. So, ab nach Hause.
Das ist halt der Vorteil von der Brücke, man kommt schnell an. So, das war mal wieder eine kleine Runde von Subsistence. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss.